Schon am Morgen kommt Michail Khodorkovsky zum Mauermuseum, Stunden vor seinem Auftritt vor der internationalen Presse. Entspannt wirkt er, froh über die lang entbehrte Freiheit. 10 Jahre Lagerhaft, das ist ihm auf den ersten Blick nicht anzusehen. Dutzende Kamerateams drängen sich im kleinen Museumsbau, viele aus Russland. Die Pressekonferenz von Khodorkovsky stößt auch dort offenbar auf großes Interesse. Auch Khodorkovskys Eltern sind gekommen, wohnen dem Auftritt ihres Sohnes bei. Die große Frage, nicht nur für die Journalisten, welche Pläne hat der russische Regierungskritiker? Darauf hat Khodorkovsky noch keine klare Antwort. Meine Zukunftspläne, sagt er, ich weiß es einfach noch nicht. Als Häftling kann man ja nur hoffen, ohne zu wissen, was möglich ist und was nicht. Angesprochen auf seine Haltung gegenüber dem russischen Präsidenten Putin, äußert sich Khodorkovsky betont vorsichtig. Ich hoffe, dass sich die westlichen Politiker daran erinnern werden, dass ich nicht der einzige politische Gefangene in Russland bin. Sie müssen dann selbst wissen, wie sie mit Putin umgehen sollen. Khodorkovsky will für die Freilassung seiner Mitstreiter kämpfen, doch in die russische Politik werde er sich nicht mehr einmischen, sagt er. Bei seiner Pressekonferenz am Berliner Checkpoint Charlie, wo jahrzehntelang die Grenze verlief zwischen Freiheit und Unfreiheit.